freut mich ganz besonders, dass trotz Wind und Wetters und der Panikmache der Regierung so viele Menschen heute hier in den Kongresspark gefunden haben. Und es zeigt sich, wie viel Kraft in dieser FPÖ steckt und vor allem in Otterkring. Wir sind heute wieder hier beim Kongressparkfest im 16. Bezirk, ja, einer unserer großen Fixpunkte im Wahlkampf. Und trotz der Kälte, muss man sagen, haben wieder gut 100 Leute zu uns gefunden. Und das ist ein tolles Zeichen, ein tolles Signal für den 11. Oktober, dass wir freiheitlich mit unserem Spitzenkandidaten Dominik Knepp auf dem richtigen Kurs sind, dass wir die richtigen Themen ansprechen und dass wir uns nicht mundtot lassen von dieser Regierung auf Bundesebene, aber auch nicht vom Bürgermeister Ludwig. Der 11. Oktober wird ein blaues Wunder bringen. Ich bin zuversichtlich, wir schaffen das.